Ich will von Word ein automatisches Inhaltsverzeichnis erstellen lassen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe mein ganzes Dokument schön sauber mit Formatvorlagen hinterlegt. Hier, das ist alles immer in der Standardschriftart. Das ist noch nicht so entscheidend, aber hier die Überschriften, das ist Überschrift 1, man sieht das hier oben, und das hier ist Überschrift 2 und wenn es noch hätte, eine Überschrift 3. Das habe ich durchs ganze Dokument systematisch so gesetzt. Jetzt geht ein Inhaltsverzeichnis wirklich blitzschnell. Ich gehe ans Ende meines Dokumentes mit Ctrl-End. Hier möchte ich das Inhaltsverzeichnis. Gut, das muss nicht hier stehen. Dort, wo der Cursor steht, kommt dann das Inhaltsverzeichnis hinein. Das heißt, es könnte natürlich auch am Anfang stehen. Und jetzt entsteht das Inhaltsverzeichnis mit drei Klicks. Erstens gehe ich hier zu Referenzen. Zweitens gehe ich ganz links zu Inhaltsverzeichnis. Und drittens kann ich hier eines dieser vorgeschlagenen Inhaltsverzeichnisse auswählen. Ich nehme das erste beste, das hier, und wusch. Das ganze Inhaltsverzeichnis ist schon da, aber ich sehe da, ja, also hier auf einer Extra-Seite noch einen Teil des Inhaltsverzeichnisses. Und ich schaue mal da oben, ja, es beginnt auch unschön. Also das beginnt hier und dann hat es zwei, drei Zeilen und es geht dann auf die nächste Seite. Wie kriege ich das in den Griff? Dem automatischen Inhaltsverzeichnis wurde auch automatisch eine Formatvorlage hinterlegt. Ich möchte hier die Zeilenabstände verringern. Ich gehe hier zum Startregister. Da sind alle Formatvorlagen und wenn ich den Cursor hier in das Inhaltsverzeichnis stelle und hier oben schaue, welche Formatvorlage ist denn jetzt gerade im Einsatz, dann sehe ich keine. Ich klicke hier mal auf den Pfeil, auch hier ist es keine. Aber es hat hier noch einen ganz kleinen Pfeil. Wenn ich hier drauf drücke, dann sehe ich, ah, im Moment ist offenbar die Formatvorlage Hyperlink im Einsatz. Also hier und hier und hier Hyperlink. Ja, eigentlich ist es tatsächlich ein Hyperlink, denn wenn ich hier drauf gehe, verweist diese Überschrift hier auf den Artikel weiter oben. Aber wenn ich hier zum Beispiel bei der Überschrift Bravo, das war ja Überschrift 1, draufklicke, und zwar hier hinten bei der Ziffer, dann steht hier, das sei Verzeichnis 1. Neues aus der Erziehungshölle, ich klicke hier auch auf die Ziffer, ja, das war Überschrift 2 und hier ist es Verzeichnis 2. Also kann ich hier diese beiden Ebenen steuern. Ich mache hier bei Verzeichnis 1 einen Rechtsklick darauf und ich ändere. Ja, ich könnte natürlich die Schriftgröße, die Schriftfarbe und all das auch ändern, aber ich ändere bei Format, Absatz, den Zeilenabstand und den will ich hier auf 0 setzen. Einfach, das ist okay. Okay, okay. Es sieht schon besser aus, aber hier hat es doch noch größere Zeilenabstände. Ja, es hat hier eben noch Verzeichnis 2. Rechtsklick darauf. Ändern. Format. Absatz. Auch hier ändere ich das auf 0. Okay. Und jetzt ist in meinem ganzen Inhaltsverzeichnis der Abstand 0. Und ich vermute, es hat jetzt unten auch Platz auf dieser Seite. Stimmt, nur da oben ist es noch unschön. Da braucht es noch einen Seitenumbruch. Ich stelle hier den Cursor hin, drücke die Ctrl-Taste und zusätzlich die Enter-Taste. Was ist passiert? Wenn ich die unsichtbaren Zeichen einschalte, dann sehe ich, ich habe mit diesem Befehl einen Seitenumbruch erzwungen. Leider gibt es hier immer auch so unschön noch einen harten Zeilenumbruch, den lösche ich noch mit Delete. Aber jetzt habe ich alles, was ich will. Ich habe das Inhaltsverzeichnis auf einer neuen Seite. Die Abstände sind zwar eng, aber genau so wollte ich es, damit es auf einer Seite Platz hat. Das war's.